Freunde, recht herzlich willkommen zur 7. Folge hier bei mir auf Hof Frühling. In der vergangenen Folge haben wir Ballen gepresst und es kommt nochmal ein Kommentar, dass die Ballen 1,10 sein müssten. Ich weiß es einfach nicht, ich kann es nicht nachmessen, aber 1,10 klingt auch irgendwo logisch. Also hat mich zumindest diese Nachricht erreicht. Ich mache mir gerade eine Überlegung, wo wir die Ballen hinbringen. Dort vorne haben wir Güllefass etc. pp. Stehen. Ich denke, wir werden das hier unter dieses Dach packen. Na, dann nehmen wir den IAC und stellen ihn hier vielleicht irgendwie davor. Den IAC müssen wir heute sowieso benutzen. Wir werden den IAC benutzen, ganz klar, weil wir haben Frontlader, ne? Ein MP-Lift-Frontlader. Das passt. Einen Welger dafür werden wir nicht nehmen. Zumindest nicht zwei von diesen, denn wir haben ja hier drin auch noch unseren Anhänger stehen. Ich weiß gerade gar nicht. Auch ein Welger. Aber eben ohne Bordwände und das ist natürlich praktisch. Bevor wir den allerdings ankoppeln, werden wir an den IHC natürlich noch eine Ballengabel packen und, naja, was soll ich sagen? Ballen stapeln gehört nicht zu meiner Paradedisziplin. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe Bammel davor, das vielleicht nicht, aber naja, ich bin gespannt, was es... Ich bin gespannt, was es wird. So, wir lassen das Fahrzeug hier erstmal starten. Kleiner Real Talk am Rande. Der im IAC, der wurde noch, ja, dem wurden noch Updates gegeben, Anpassungen gegeben, Soundanpassungen und ein paar Dinge hier, ein paar Dinge da. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Zeitpunkt, wo ihr schaut, schon bei den Farming Dudes zu sehen war. Auf jeden Fall kriegt er ein paar Updates. Werden wir uns dann natürlich auch noch angucken, weil logischerweise steht er dann hier dann auch mit den Updates. So, einmal die Handbremse raus. Sie ist ja an der Seite. Und dann holen wir mal unsere Ballengabel. Und da muss man dann erstmal schauen, wie man mit der umgehen. Als allererstes mal wieder unser Peilstab. So. Ach, vielleicht mal einen Gang runterschalten. Wunderbar, da ist die Gabel. Die Gabel ist, das darf ich nicht vergessen, die ist jetzt ein bisschen eigen, also nicht eigen, aber die hat halt keinen Mittelspieß, sage ich mal, sondern nur links und rechts einen. Das bedeutet, prädestiniert dafür, zwei Ballen zu nehmen, einen eben links und einen rechts. Ach, das ist jetzt hier ein bisschen schief und krumm. Ich hoffe, das passt aber hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist aber eine ganz enge Nummer. Laut ist es. Ah ja, komm, fahren wir gleich hier durchs Tor durch. Das Auto habe ich eh ohnehin ein Stück zurückgefahren. Dann können wir hier das Tor aufmachen. Dann fahren wir hier durch. Und dann weiß ich gar nicht, ob wir... Was haben wir denn? Wie viele Ballen hatten wir denn? 8? 9? Sowas in der Drehe, ne? Upsala. Oh, das passt. Perfekt. So, von links wird nichts kommen, denn, ja, wie gesagt, ich bin allein hier auf meinem Hof. Oh, meine Güte. Verrate das bitte keinem. So.
Und dann wackeln wir mal nach unten, hier ganz gemütlich. Wobei der IAC, ne, wenn er einmal seinen Schwung genommen hat, dann ist er halt auch da. Ich muss mal gucken, welchen Gang ich mir denn unten auswähle, um die Ballen zu laden. Denn das Einzige, was ich dann machen werde, ich denke, es ist hier auch beim IHC so, der Rückwärtsgang ist dort im Prinzip der erste, ne? Dann haben wir den dritten, ist die niedrige Übersetzung. Und der vierte, quasi, wenn man jetzt das Schaltschema vor sich hätte, die hohe Übersetzung. Ich denke mal, ich werde in der hohen Übersetzung bleiben. Weil Ballenladen, ja, geht auch fix, ne? Also, theoretisch. Wir schauen mal. Erstmal stellen wir uns unseren Wagen relativ eben hin. Und koppeln das Ganze ab. Denn logisch, ne? Wir müssen ja die Ballen auf den Anhänger packen. Ja, am besten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das sollten wir eigentlich locker hinbekommen. Je nachdem, wie ich mich anstelle. Ja. Das werden wir sehen. So, fangen wir einfach mal an. Den Ballen versuchen wir jetzt mal relativ weit rechts zu treffen mit unserer Ballengabel hier. Das hat schon mal nicht geklappt. Wenn nicht, wohl noch etwas zu hoch. Ja, das ist gut. Und dann nehmen wir uns direkt den zweiten hier. Ah, hoffentlich bekomme ich das hin. Das ist wirklich, ja. Für einige ist es einfach. Für mich ist es eher mehr so schwierig. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber es war schon immer so. Aber das sieht erstmal ganz gut aus. Ein Heckgewicht habe ich jetzt logischerweise nicht dabei. Brauchen wir aber auch nicht, ne? Das ist ja hier im Prinzip ein altes Eisenschwein. Der kommt damit schon zurecht. So, jetzt müssen wir halt eben nur ein bisschen aufpassen. Vielleicht doch mal noch einen Gang runter. Das Absetzen der Ballen. Dass wir hier nicht an die Bordwand rankommen. Und ich bin, wie ihr hört, auf manueller Kupplung unterwegs. Ja. Das ist wieder kompliziert. Also wir müssen wirklich versuchen, die Ballen sehr nah beieinander zu bekommen. Das Problem ist sonst, dass der eine Ballen abgesetzt wird und der andere nicht. Das heißt, wir fahren dann hier mal noch ein bisschen gerade. Kann ich die hier vielleicht an? Ja, so in etwa. Kupplung ist nach wie vor, es ist natürlich noch nicht besser geworden, ist klar. Wenn, dann müsste das Giants fixen, dass die Kupplung hier ein wenig besser wird. Und jetzt fängt auch an, der Wagen zu rutschen. Okay, ich glaube, wir haben ein kleines Reha-Problem. Ich versuch's nochmal. Ja, Gang sollten wir vielleicht auch reinmachen. Keine Ahnung, was das gerade war. So, okay. Also,
was ich, also mehr, also zwei Ballen daneben passen nicht nochmal. Was ich dann jetzt machen werde, ich werde mal einen einzelnen packen. Also zwei würden wahrscheinlich hinhauen, wenn man das ordentlich machen würde. Aber ich bin eben in meinen Möglichkeiten auch nur irgendwo begrenzt. man muss das versuchen, so hinzubekommen. Und dann mache ich das lieber so, als dass hier irgendwas passiert. Wisst ihr, was ich meine? Wir schauen uns das mal eben schnell an. Ja, gut, vielleicht können wir sie dann noch ein bisschen reindrücken. Aber ansonsten, also obwohl, na eigentlich nicht. Dann stehen die jetzt ein bisschen über. Das passt, denke ich mal, schon. Wie viel haben wir denn hier jetzt noch liegen? Auf der Seite einen und der Rest auf der anderen Seite. Dann versuchen wir das jetzt nochmal entsprechend mit zwei Ballen. Ich greife mir hier den ein und dann fahre ich mal rüber. Den Gedankengang, den ich mir noch machen muss, ist, ich möchte ja diese Felder hier zusammenlegen. Und ich weiß noch nicht genau, wo wir den Durchbruch quasi machen werden. Wahrscheinlich, also es sollte so sein, dass ich mit einem Schneidwerk durchkomme. Wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich hier und oben sowie unten. Mal schauen. Naja gut, wir wenden hier erstmal, um den Ball noch mit aufzunehmen. Ich hoffe mal, das Abladen wird dann ein bisschen eleganter, weil dort habe ich ja meinen Schäffer und mit, ja, Teleskoplader, Radlader, solchen Sachen komme ich ein bisschen besser zurecht. Wahrscheinlich aufgrund der freieren Sicht auf das Werkzeug. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie bei Frontlader stelle ich mich immer ein bisschen an. So, ich lege jetzt hier nochmal ab, um die in gleicher Höhe jetzt wieder zu greifen. Ja, so, genau so. Okay, naja, gut. Übung macht den Meister. So, hier haben wir natürlich noch eine Buschgruppe. Das muss ich dann alles wegnehmen. Also fahren wir mal lieber jetzt hier so rum. Wie viel liegen denn dann dort eigentlich? Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Aber gut, konzentrieren wir uns erstmal auf unsere zwei Ballen hier. Oh, nochmal schalten. Und jetzt am besten schön sachte. Immer schön sachte. War das die Bordwand? Ja, das war die Bordwand. Ja, Kupplungsschleifen ist leider nicht möglich. Deshalb ist das auch immer so abgehackt, so ein bisschen. Okay, kein Ballen liegt am Boden. Das ist doch schon mal was. So, anderer Gang rein und dann schauen wir nochmal eben schnell rüber. Aber hey, so weit, so gut. Nicht perfekt. Aber für so einen Großstädter wie mich doch gar nicht so schlecht, oder? Okay, hier liegen jetzt noch... Oh, drei Stück. Wie machen wir das denn? Naja, gut, so wie die ganze Zeit eben auch, ne? Immer schön ruhig und auf unseren Peilstab achten, denn der war alles andere als gerade, also war das Werkzeug gewinkelt und das funktioniert natürlich nicht so schön. Also konzentrieren, dann klappt das auch.
Das schaffe ich immer noch nicht. Ich muss immer noch einmal korrigieren. Um dort irgendwie vernünftig ranzukommen. Aber wie ihr vielleicht hört, ist das Bremsen weg. Dieses unentwegte, ständige Bremsen. Das liegt jetzt daran, dass ich ja tatsächlich ein neues Lenkrad habe. Und jetzt läuft das auch. Ich weiß, Real Talk wieder, ich weiß, Pedale sauber machen etc. pp. Ist mir alles bekannt, habe ich auch alles schon mal gemacht, aber das hat wirklich verschiedenste Kabelbrüche jetzt gehabt. Und ist seit, ich weiß gar nicht, war seit 2005 im Einsatz. Und da so ein Lenkrad ja mehr oder minder fast schon mein Kapital ist, kann das auch mal neu kommen. Ich muss euch aber enttäuschen, diejenigen, die jetzt fragen, kann man das G25 abkaufen? Nein. Nein, nein, nein. Das bleibt. Ich muss die jetzt hier erstmal ablegen. Warum? Obwohl, wartet mal, einen einzelnen können wir eigentlich nehmen. Wenn ich es hinbekomme. Einer fehlt dort noch und dann packen wir zwei oben drauf. Einer liegt ja da hinten noch. So, wir achten wieder auf den Peilstab. Und vielleicht mal etwas langsamer, Felix. Etwas langsamer. In der Ruhe liegt die Kraft. Nichtsdestotrotz, so ein Ballentraining, sage ich mal, eine Ballenschulung, würde wahrscheinlich nicht schaden. Okay. So weit, so gut. Dann holen wir den einmal noch. Das sieht doch gut aus. Das ist doch okay. Oder? Ja, top. Also, top für meine Verhältnisse. Aber ich sollte mich auch nicht zu klein machen. Immerhin liegt noch keiner am Boden. So, dann holen wir den Kollegen jetzt hier noch. Und stapeln das oben drauf. Das ist dann nochmal, ja, das könnte nochmal ein interessanter Punkt sein. So, Gang runter. Achten auf unseren Peilstab. So, schieben den so ein bisschen auf die Gabel rauf. Top. Wenn man eben auch auf die Werkzeuge achtet, die einem zur Verfügung stehen, dann funktioniert das auch eigentlich ganz gut. Wo mir aber auch gerade einfällt, ich will ja dann noch Folienballen machen. Eine Folienballenzange habe ich gar nicht. Da werde ich wohl noch was einkaufen müssen. So. Das war nix. Man lobet den Tag nicht vor dem Abend. Okay. Okay. Hälter oder Fälter? Ich schalte einen Gang runter. Oh, mach hier schön ruhig. Ich habe die Tastenbelegung geändert. Das ist natürlich etwas. Oi, oi, oi. Oh.
Machen wir mal lieber noch einen rum. Und kommen hier lieber... Oh Gott. Okay, das muss ich noch ein bisschen üben. Aber hey, es liegt keiner am Boden. Es liegt keiner am Boden. Dann. Dann docken wir den Anhänger mal wieder an. Geht's auf nach oben und dort werden wir dann mal schauen, dass wir die einigermaßen vernünftig abgeladen bekommen. So. Ja, wunderbar. Rein in die gute Stube. Mittlerweile ist im Übrigen auch Simple IC da. Ich bin mal gespannt, ob der hier im nächsten Update das SIC schon bekommen hat. Ich weiß es gerade nicht. Also zum Zeitpunkt des Videodrehs weiß ich es nicht. Und das ist der 5.4. Hoppala. Ja, ich denke, wir werden dann jetzt die Fläche nehmen, wo der IRC ursprünglich abgeparkt war. Den könnten wir ja gegebenenfalls sonst immer noch davor stellen. Und ich würde... Ja, den lassen wir mal hier so stehen. Die Maschine, na gut, 400 Last war es jetzt nicht. Die machen wir mal aus. Oh, habe ich noch eine andere Ballengabel eigentlich für den Telelader? Ich flitz mal eben schnell zum Schuppen. Jo. Ja, perfekt. Mein kleiner Schäfer. Dich nehmen wir. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Wie wir die gestapelt bekommen. Jemand hat mir mal gesagt, so abladen, wie man beladen hat, macht auch irgendwo Sinn. Um ehrlich zu sein. So, wieder Tastenbelegung. Ich muss das nochmal gerade ziehen. Das, ja, das ist so ein bisschen anstrengend. So, rein in die gute Stube und dann, ja. Na? Damit komme ich wirklich besser zurecht. Weil du hast eben den freien Blick hier, ne? Den du so sonst nicht hast. So, dann schieben wir die beiden hier mal so ein bisschen nach hinten. Und den hat es jetzt hier wieder mitgezogen. Upsala. Zinken verborgen. Müssen wir neuer ranmachen. Dann gucke ich, dass ich den hier so ein bisschen ran... Oh, das ist aber auch eine interessante Kolli von der Gabel. Okay. Müssen wir uns merken. Tun wir sowieso nicht. Oh, ach nein, da fällt er. Na gut, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Irgendein Ballen fällt immer. Das gehört dazu.
Dann packen wir den dann einfach oben rauf. Oh, das wird jetzt hier sowieso... Ah, okay. Den werden wir einzeln nehmen. Geht vielleicht auch schneller, bis ich hier die wieder angedockt habe. Und ich überlege, gehen wir jetzt schon einen höher? 1, 2, 3. Ja. Warum eigentlich nicht? Den versuchen wir hier mal wieder umzukippen. Das klappt nicht, weil das klebt, ne? Ja. Gut. Dann eben etwas Ruhegewalt. Kann das Stroh ab? Kann das Stroh ab? Aber dann haben wir auf jeden Fall, ich denke mal, das Stroh, das wird eine Weile reichen. Man kann die Trigger im Stall theoretisch randvoll knallen. Und das hält dann ewig und 3 Tage. Je nachdem, wie der Stall eben verbraucht. Ich habe hier bei dem Stall jetzt keine Erfahrungswerte. Ich weiß nicht, ob die Stallung hier in irgendeiner Art und Weise angepasst ist. Also so ein bisschen Real Engine Giants Talk muss ich dann jetzt hier an der Stelle natürlich machen. Ja, schauen wir einfach mal. Lassen wir uns überraschen. Zur Not müssen wir halt zukaufen. Mehr Stroh haben wir sowieso nicht. Und wenn es halt länger hält, tja, dann hält es halt länger. Logik. Oh, nee, also das ist... eine komische Kolli. So, eine noch. Und ich glaube, ich habe jetzt hier die Dead Zones auf 0. Ich denke, in der Pedalerie werde ich mal 3 bis 5 werde ich mal reinsetzen. Weil sonst löst das doch ein bisschen krass aus. Das ist vielleicht ein bisschen zu heftig. Eine oben drüber werden wir nicht bekommen, aufgrund des Gestänges, das ich hier an der Gabel dran habe. Aber so ist auch okay. So. Dann fahre ich das Gefährt hier eben mal weg und dann werden wir noch unseren IAC einparken. Oh, einmal rum. Und die Gabel vielleicht mal ein wenig runter, sonst könnte das hier ein Problem werden. Und dann müssen wir natürlich auch entsprechend gerade rein. Ja. So sollte reichen. Ist auf jeden Fall nicht ganz so radikal wenig Platz wie am Anfang, vor Beginn der Arbeit. Ja, das sollte passen. Dann können wir hier die Tür schon mal zumachen. Und hier unser... das machen wir gleich. Erstmal packen wir das Werkzeug hier noch weg. Handbremse, mein lieber Gesangsfeind. Immer diese Handbremse. Warum auch immer ich das vergesse, ich weiß es nicht. Wunderbar. Den IAC, den brauchen wir eigentlich gar nicht so weit wegstellen. Ich will aber jetzt mal schauen, ob der da noch hinpasst. Ja, ach, easy. Ach, wunderbar. Ah, so. Ja, tippitoppi. Gang raus, Handbremse rein, Motor aus. Passt. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ballen.
A5000 Liter. Da, das wird schon eine Weile reichen. Das wird schon eine Weile reichen. Dann machen wir hier mal noch die Tore zu und dann... Oh, ist das heute eine etwas längere Folge geworden? Ja. Aber ist ja nicht so schlimm. Zu die Bude. Nächste Schritte. Lasst mich mal in meinen Kalender schauen. Bis 1 Uhr... Bis 1 Uhr nach Sonnenschein, 21 Grad. September, wir sind jetzt im August. Raps muss dann noch in den Boden. Das heißt, okay, folgendermaßen, der nächste Step wird definitiv Gülle fahren sein. Gülle fahren und dann die Einbringung mit entsprechender Gerätschaft. Naja, mal vorne noch zu, wir haben natürlich heute nicht den Tag des offenen Hofes. So. Okay, dann, also, wenn ihr Bock habt, ne, sehen wir uns in der 8. Folge dann entsprechend wieder zum Gülle fahren. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben und vergesst das kostenlose Abonnement nicht. Freunde, bitte bleibt gesund und munter. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.